Ad honorem crucis, zu Ehren des Kreuzes. So lautet die lateinische Inschrift über dem Eingang der Heiligkreuzkirche in Schambach. Die Kirche wurde 1756 nach Plänen des Baumeisters Dominikus Barbieri im Rokokostil errichtet. Bereits im Mittelalter, zur Zeit des Eichstätter Bischofs Gundekar, stand dort ein Kirchenbau. Im Altarbild sind ein Kreuz und die damals bekannte Welt dargestellt. Und zwar zeigt es, dass das Kreuz ist der Haben über die ganze Welt. Zwei Engel halten das über der Erdkugel und darunter diese Personen, das sind die Erdteile, Amerika, der mit dem Hermelin links und auf der anderen Seite für Afrika mit den Federn und dann für Asien und für Kleinasien, also mehr die Türkei, der mit dem Halbmond auf dem Turban und vorne die heilige Helena, die für Europa. In der Kirche finden sich noch zahlreiche weitere Kreuzesdarstellungen, zum Beispiel im Deckengemälde. Dort ist die heilige Helena zu sehen, die das Kreuz Christi findet. Besonders in der Passionszeit spielt die Kreuzverehrung in Schambach nach wie vor eine wichtige Rolle. Es gab auch früher diese liturgische Tradition, gerade in den Freitagen der Fastenzeit, gewisse Elemente der Passionsgeschichte besonders zu verehren. Ein Freitag war den heiligen Nägeln gewidmet, einer der Dornenkrone oder dem leidenden Antlitz. Und das war weit verbreitet in der Kirche. Und aus dieser Tradition, aus diesem Traditionsstrang heraus, haben sich dann auch diese Fastenfreitage herausgebildet. Im Zentrum der Wallfahrt steht eine besondere Kreuzreliquie. Sie ist mit wertvollen Steinen gefasst und enthält einen Kreuzpartikel. Ursprünglich war die Reliquie ein kleines Bronzekreuz, das auf der Rückseite zu sehen ist. Denn die Verehrung des Kreuzes in Schambach gründet sich auf eine Legende. An der Quelle hat eine Magd den Bach sauber gemacht oder die Quelle vielmehr sauber gemacht, weil die sehr wichtig war für die Leute und sie haben das Wasser ja dringend gebraucht, es war ja sauberes Wasser und hat dann irgendwas blitzeln sehen und hat nachgesucht und ein Kreuz erkennen können. Es ist ihr aber nicht gelungen, dieses Kreuz aus dem Schlamm herauszuholen, hat dann dem Pfarrer davon erzählt, auch ihm heißt es, ist es nicht gelungen, erst auf die Anweisung des Bischofs, der dann veranlasst hat, dass dahin eine feierliche Prozession gemacht wird, ist das Kreuz auf einmal an der Oberfläche geschwommen und man konnte es ganz einfach wieder hier zurückbringen. Die Quelle, die in den Schambach mündet, gibt es auch heute noch. Dort steht nun eine kleine Kapelle, die an die Auffindung des Kreuzes erinnert. Dem Wasser werden heilende Kräfte nachgesagt. Es kommen sehr viele Leute jetzt daher und waschen sich ihre Augen aus, um sich da Heilung für ihre Augen zu holen oder auch andere Leiden, also nicht hauptsächlich Augen. Wegen der Legende wird in der Kirche auch die heilige Gunthildis besonders verehrt. Sie ist die Patronin der Knechte und Mägde. Den Besucherinnen und Besuchern liegt die Wallfahrtskirche sehr am Herzen. Ja, sehr schön ist natürlich der Altar und das ganze Ensemble, wo man das sieht. Und vom Kreuzpartikel, so genau habe ich das eigentlich auch noch nicht gewusst. Ich sitze oft hier, genieße die Ruhe, habe auch hier schon Zither gespielt, auch für mich alleine, also das ist sehr, sehr schön. Die Kirche als solches hat mich eigentlich schon immer fasziniert, weil das Fest Kreuzerhöhung in meiner Familie ein Termin war. Das war nämlich der Geburtstag unserer Mutter. Die Heiligkreuzkirche in Schambach ist ein Kleinod mitten in der Natur. Und nicht nur wegen der Legende um das Kreuz, unbedingt einen Besuch wert.